Hier! Sucht ihr danach? Es ist vorbei, Assassino. Euer Leben ist verwirkt. Wache! Praktisch. Wache! Wache! Cesare ist ja zum Glück wenigstens etwas angegiftet. Warte, ich lese es nie. Keine Gesundheit verlieren. Okay, das... Hier wollen sie einen schon wieder verarschen. Keine Gesundheit verlieren, aber wenn man den Apfel benutzt, verliert man Gesundheit. Nicht mit mir, Spiel. Aber ich will dieses Geld. Ich riskiere alles, nur um ein paar Florin zu bekommen. Ist schon eigentlich traurig. Das ist schade für dich. Das kümmert mich aber einen Scheißdreck. Ich muss einfach nur aus dem Gebiet fliehen, oder? Oh, scheiße. Ich will nicht von einem Bogenschützen, von einem Armbrustschützen getroffen werden. Lalala. So, jetzt bestimmt hier hoch. Ich hoffe mal, das ist ein Durchgang und keine Sackgasse. Wohin? Ah, okay. Lasst mich durch! Wir kommen gerade doch eigentlich ganz gut zurecht. Und ich schätze... Wow, das war knapp. Baden gehen. Wenn ihr jetzt mit Steinen anfangt, ich töte euch. Diese Musik ist so geil. Das ist mit Abstand mein Lieblingsstück aus diesem Spiel. Oh, was passiert jetzt? Rodrigo Borgia ist tot. Oh, das Echo. Und Cesare? Vergiftet, verwelkt. Wir dürfen nicht zulassen, dass er seine übrigen Anhänger sammelt. Die nächsten Wochen entscheiden. Mit eurer Hilfe werde ich ihn finden und töten. Meine Männer überwachen die Stadt, doch brauchen wir ein Heer. Wir haben eins. Oh ja. Jetzt sieht da irgendwie merkwürdig aus auf diesem Bild. Geil, mal keine zweite Vorgabe. Das heißt, wir können einfach Mist machen. Das gefällt mir. Ich liebe es auch an Brotherhood, beziehungsweise nicht an Brotherhood, aber an den AC-Teilen immer, wenn es sich so im Endspurt nochmal komplett steigert. Von der Spannungskurve kann man echt so... Es gibt das normale Spiel und dann geht's zack, linear nach oben. Ihr müsst sie finden. Die sind überall und nirgends gleichzeitig. Mir ist egal, wie ihr es anstellt. Wir schaffen es nicht alleine, Signore. Ihr müsst uns helfen. Ich bin krank, ihr Idioten! Micheletto wird bald mit meinem Heer kommen. Und dann seht ihr, wie schnell die Assassini fallen! Na. Ihr täuscht euch, Cesare! Wache! Oh, was ist das für ein Zauber? So, wir heilen uns durch den Apfel, aber gleichzeitig verlieren wir auch Gesundheit, wenn wir ihn benutzen. Und wer im goldenen Kreis ist, bekämpft sich. Wow, nicht mich töten. Wer im goldenen Kreis ist, bekämpft sich. Wer im weißen Kreis ist, wird getötet. So wie der Kerl. Jetzt muss ich wieder ein bisschen durch die Gegend laufen, bis ich genug Gesundheit habe. Und dann kümmere ich mich um den Kerl hier. Jetzt wäre eine krassere Rüstung natürlich schon nicht schlecht. Weil wir dann den Apfel besser benutzen könnten.
Ein Kardinal verriet unter Stress, dass Cesare sich mit loyalen Templern auf dem Lande treffen will. Der Kardinal bricht heute zu dem Treffen auf. Ich werde ihm folgen. Das meine ich nämlich, dass die Missionen dann einfach zack, zack, zack gehen und du hast einfach keine Zeit mehr, irgendwie Luft zu holen. Gefällt mir. Oh, und ich bin komplett bekannt. Komm, ich will euch kämpfen sehen. Was machen dann eigentlich die Bürger? Die werden nur verängstigt. Okay. Ich euch nicht irgendwie. 3, 2, 1, fight! Oh shit, den hat's zerlegt. Okay, wo sind die? Wo sind Cesare und seine Kardinäle? Mal ehrlich. Wir sind doch im Gebiet. Ah! Da haben wir ihn. Du hast nichts gesehen. Sei dir da mal sicher. Hier rein, Villa? Okay. Oh, gar nicht gesehen, dass du mich siehst. Danke. So. Wir brauchen jetzt nicht groß irgendwas zu machen. Ich schlüpfe hier einfach dran vorbei. Entfernung zum Ziel beibehalten. Ich bin doch nah. Helft mir und ich erobere Rom zurück. Wir kamen überein, Della Rovere zum Papst zu wählen. Tut uns leid. Ich zahlte für eure Stimmen. Roma ist nicht mehr, was es einst war. Die Borgia-Geldquelle ist versiegt. Das werdet ihr noch bereuen. Assassino, lauft! Gedungene Männer versprechen euch ihr Blut. Aber sobald ihr sie braucht, wenden sie sich gegen euch. Wache! Alles zerfällt, Cesare. Alles zerfällt. Alles zerfausch. Weiße Worte. Ich will mich vor allem hier mal um die Kerle oben kümmern. Ah! Lasst es! Könnte unser Mann bleiben. Wir kriegen ihn, keine Sorge! Ist ja gerade runtergesprungen und hat sich dann verdoppelt. Boom. Das war zu viel des Guten. Ich will das hinter mir haben. Das war zu viel des Guten. Nicht gut! Weg hier! Ich werde alles tun. Ah, nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Weg hier! Bevor sie... Ich springe jetzt einfach lustig durch die Gegend in der Hoffnung, dass mich keiner trifft. Okay, und jetzt? Los! Damit hätten wir alle. Jetzt fehlt nur noch eine. Renn nicht weg. Noch mehr. Oh, na super. Aber gut, dass ihr schon von allein doch nicht kämpft. Los, heil dich, heil dich, heil dich. Ich hätte gerne eine komplette Rüstung. Danke, dass ihr mich aufstehen lasst. Appreciated. Nein! Diese Rüstung ist ein Scheiß.
Okay. Meine Männer sagen, Cesare versammelt seine besten Krieger vor dem Haupttor von Roma. Sammelt die Assassinen. Wir kämpfen gemeinsam. Und weiter geht's. Ich mache jetzt auch keine Aufnahmepausen mehr. Ich will hier nichts unterbrechen. Der ist ziemlich gut bewacht. Ich will diesen Turm. Fang den schlüpfrigen Bastard! Und ich will eine bessere Rüstung. Wir haben ja jetzt genug Geld. Werde ich gleich nachsuchen. Oh nein, ihr fangt jetzt nicht an, mit Steinen zu werfen. Ich warne euch. Wo kriegt ihr die her? Ihr seid auf einem Dach. Verdammt. I'm out of here. Oh, hier ist sogar direkt eine Bank, die ich kaufen kann. Ich glaube. Ja. Ich kann nichts. Ich kann nichts einkaufen. Wie jetzt? Ja, das ist ja schön. Kann ich wenigstens zu einem Schmied und irgendwie. Oh, natürlich ist hier niemand. Okay, dann machen wir das jetzt. Wohin? Ganz Italien wird vereint sein! Und ihr herrscht an meiner Seite! Du blickst es nicht. Wollt ihr meinen Triumph genießen? Bald trifft Micheletto mit seinem Heer ein. Aber ihr werdet schon vorher sterben. Insieme per la vittoria! Vittoria! Vittoria. Meine Männer entkommen. Kann ich? Ich will aber nicht diesen Apfel. Er ist zwar toll, aber irgendwie. Nein, du schlägst mich nicht. Das hättest du wohl gerne gehabt. Ich kann überhaupt nichts machen, außer Leute durch die Gegend werfen. Ich glaube schon, wenn sie sich gegen dich wenden. Machiavelli ist in Gefahr. Los, ich brauche Energie. Jetzt. Bonni. Gehirn überladen. War's das? Legt eure Waffen nieder, Cesare Borgia. Micheletos Heer marschiert hinter mir auf. Wir erobern meine Stadt ein für alle Mal zurück. Das ist nicht mehr eure Stadt. Auf Befehl Papst Julius II. Verhafte ich euch, Cesare Borgia. Für die Verbrechen Mord, Betrug und Inzest. No! 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 Das ist nicht das Ende! Ketten halten mich nicht! Ich sterbe nicht durch die Hand eines Menschen! Es war die Art, wie er es sagte. Ketten halten mich nicht. Wenn du so besorgt bist, es gibt immer einen Weg. Nein, er ist zu mächtig. Er muss außer Reichweite von Menschen versteckt werden. So eine Schande. Ein Meisterwerk zu verstecken, wo niemand es sieht. Und doch. Was, wenn er meinte, was er sagte? Ich kann's nicht riskieren. Cesare hatte recht. Ich muss gehen. Und deine Freunde? Die Bruderschaft wird fortbestehen. Mit mir oder ohne mich. Was hast du als nächstes vor? Eine Saat sehen. Hier, ein Geschenk. Wenn das der Abschied ist, dann behalte dein Geld. Ich will es nicht. Wir werden uns wiedersehen.
Du hast mein Wort. Buona Fortuna, mein ältester Freund. Und nimm das Geld. Bei deinem mageren Lohn wirst du es brauchen. Schließlich wurde mein Patron verhaftet. Nächste Sequenz. Haben wir überhaupt irgendwelche Bilder gekauft? Nein. Leider nicht. Aber das Spiel ist ja noch nicht rum, richtig?